Die 36-jährige Jessica hat ihre Sterilisation schon hinter sich. Bei dem Eingriff werden die Eileiter durchtrennt oder verschlossen, sodass eine Schwangerschaft danach so gut wie ausgeschlossen ist. Die 25-jährige Nora hingegen kämpft noch für eine Sterilisation. Also mit 25 kann ich ja selber entscheiden, ob ich sterilisiert werden möchte. Der Arzt meinte am Anfang, ja, es geht, ich soll mir einen Termin machen. Das dauert 2 Monate und dann geht's klar. Und die andere Rezeption meinte dann sofort, nee, das geht nicht. Also erst ab 30. Seitdem rennt Nora von Arzt zu Arzt, aber niemand will sie sterilisieren. Nora steht fest im Leben. Als alleinerziehende Mutter arbeitet sie Vollzeit im Außendienst bei der Polizeibehörde. Mit ihrem 3 Jahre alten Sohn Leo ist die Familienplanung für sie abgeschlossen. Also mein Kind ist ein Schreikind und ich möchte es nicht mehr erleben. Ich glaube, wer mein Kind lieb und so wie man sich ein Kind vorstellt, es hört und man hat eine ruhige Nacht oder so. Und das kann ich nicht sagen. Und deswegen möchte ich das nicht nochmal. Also ich möchte keine Kinder mehr. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch und auch bei diesem Beratungsgespräch zum Schwangerschaftsabbruch habe ich mit der Frau gesprochen, quasi was es denn für Möglichkeiten gibt. Und dann ist mir direkt die Sterilisation eingefallen. Also eine Abtreibung wird eher akzeptiert, ne, wie eine Sterilisation. Aber es geht ja nicht. Also man will ja vorbeugen. Also bevor es zu einer Abtreibung kommt, kann man sich doch auch sterilisieren lassen. Dabei ist eine Sterilisation sicherer als die Pille. Im Vergleich, bei 1000 Sterilisationen gibt es im Schnitt eine Schwangerschaft. Bei der Pille sind es hingegen bis zu 9. Obwohl der Eingriff per Gesetz ab 18 Jahren erlaubt ist, weigern sich die Ärzte, Nora zu sterilisieren. Doch warum weigern sich Gynäkologen, insbesondere Frauen unter 30, zu sterilisieren? Wir fragen Frauenärztin Vera Schöder. In ihrer Praxis sterilisiert sie bereits ab 18 Jahren. Eine Kollegin sagt ab 28, der andere ab 30. Der eine sagt, man muss Kinder haben. Sehr individuelle Maßstäbe der eigenen Ethik im Endeffekt entsprungen. Deswegen gibt es ja auch Kollegen, die in unterschiedlichsten Bereichen auch sagen würden, sie können da nicht arbeiten, weil sie das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Also es muss erlaubt sein zu sagen, ich möchte keine Kinder, ohne böse hinterfragt zu werden. Aber genauso muss es auch erlaubt sein zu sagen, ich kann Sterilisation für mich nur ab dem Alter durchführen. Während Nora weiterhin für ihre Sterilisation kämpft, hat die 36-jährige Jessica den Eingriff 2013 vornehmen lassen. Sie fällt die Entscheidung, als sie mit Kind 4 schwanger ist. 5 Wochen vor der Geburt kommt es zu Komplikationen. Die Ärzte raten sofort zum Kaiserschnitt und empfehlen gleichzeitig, die Sterilisation mitzumachen. Vor allen Dingen hatte ich halt ganz oft eben immer gehört, naja, wir machen ja jetzt einen 3. Kaiserschnitt von den 4 Kindern und danach würde man am besten kein Kind mehr kriegen. Das wäre ja zu gefährlich, das wäre zu risikobehaftet. Unter Druck und auf Empfehlung der Ärzte hin lässt Jessica die Sterilisation vornehmen. Bedenkzeit bleibt ihr dabei keine. Ich habe in dem Moment, weil das ja so überrumpelnd kam, viel zu früh, wir holen jetzt das Kind, eigentlich gar nicht richtig doll drüber überlegen, weil ich mit dem Kopf so in der Angst eigentlich gerade war mit dem, was passiert, dass mein Kind gleich viel zu früh auf die Welt kommt und mal gucken, wie es dem Kind überhaupt geht, dass ich diese Entscheidung gar nicht so richtig wirklich nochmal durchdacht habe. Nach der Geburt geht Jessicas Ehe in die Brüche. Auch ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich seit dem Eingriff enorm. Ich hatte dann auf einmal einen richtig schlimmen Endometriose-Schub, wo sehr viel gewuchert war danach. Und ich einfach Probleme hatte mit wirklich sehr, sehr schlimmen, starken Blutungen. Hört sich ein bisschen seltsam an, aber auch dieses, sich so komplett im Ganzen zu fühlen als Frau, dass einfach alles so vollständig ist. Aber man hat vorher überhaupt nicht daran gedacht, dass einem, auch wenn man sie nicht ausnutzen möchte, die Fruchtbarkeit irgendwie im Kopf doch so viel wert ist halt. 2 Jahre später findet sie mit Michael einen neuen Partner. Das Paar kann sich ein gemeinsames Kind vorstellen. Jessica bereut die Sterilisation und erfährt, dass sich der Eingriff durch eine Refertilisierung rückgängig machen lässt. Eine Garantie für eine Schwangerschaft gibt es dadurch aber nicht. Die Chancen schwanken zwischen 30% und 70%. Nach der Operation verschwinden ihre körperlichen Beschwerden. Doch schwanger wird sie nicht. Erst nach einem weiteren Eingriff klappt es. Tochter Amelia kommt 2020 per Kaiserschnitt zur Welt. Die Kleine ist auf jeden Fall das Beste, was uns passieren konnte und die beste Überraschung von allen. Und wir würden ja auf jeden Fall keinen Tag mehr missen wollen. Jessica würde sich nicht wieder sterilisieren lassen. Nora dagegen ist sich ihrer Entscheidung sicher und kämpft weiter für die Sterilisation.
auch wenn sie dafür von Außenstehenden oft nicht verstanden wird. Jede Frau sollte selber für sich entscheiden, was sie mit ihrem Körper tut, ob Sterilisation oder sonstiges. Es sollte kein Arzt dazwischen reden, kein Partner, keine Freunde. Also wirklich, jeder hat seinen Körper selbst in der Hand. Jessica und Nora haben für sich ihre Entscheidungen getroffen. Jessica ist glücklich damit und Nora hofft auf die Chance, es auch zu werden. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.